Global Scaling ist mit Global Scaling wird eine ganzheitliche Naturwissenschaft beschrieben, die vielleicht erkennen lässt, wie eins ins andere wirkt. Der Stein kam zur richtigen Rollen, als Hartmut Müller zwischen 1982 und 1984 Scaling, also logarithmische Skaleninvarianz, in den Häufigkeitsverteilungen diverser Teilchen, Kerne und Atome in Abhängigkeit von ihren Massen sowie in den Häufigkeitsverteilungen der Asteroiden, Monde, Planeten und Sterne in Abhängigkeit von ihren Orbitalelementen, Größen und Massen entdeckte. Es folgten viele weitere Entdeckungen logarithmischer skaleninvarianter Verhältnisse in der Biologie, Neurophysiologie oder der Seismologie. Und diese legen nahe, dass es sich hier offenbar um ein grundlegendes Muster der Natur handelt. Mein Gast Michael Kauderer wurde 1956 in Graz geboren und absolvierte ein Studium als Bauingenieur an der TU Graz. Zusätzlich hat Michael eine Ausbildung als Berufspilot sowie in alternativen Heilmethoden. Nach einem Studium der Global Scaling Theorie bei Hartmut Müller arbeitet er seit 2003 mit der Global Scaling Theorie und hält auch Vorträge zu diesem Thema und ist übrigens auch der Vertreter des Global Scaling Instituts, des Deutschen Global Scaling Instituts in Österreich. Ja, und ich hoffe, dass er ein bisschen Licht in dieses sehr spannende, aber auch sehr schwierig zu umreißende Thema bringen wird. Hallo Michael. Danke vielmals für die Vorstellung. Ja, Global Scaling, ich werde es einmal ganz einfach beschreiben. Einer der Begriffe vielleicht, der sehr oft fällt, ist Skaleninvarianz. Vielleicht kann man das einmal erklären oder kommst du dazu ohnehin? Ich komme dazu später. Ja. Ich brauche dazu ein Bild, um das den Menschen, die zum ersten Mal von Global Scaling hören, näher bringen zu können. Okay. Sonst ist das ein bisschen schwierig. Und es gibt eine Seite, die ist von der Startseite im Moment aus verlinkt, gleich unterm Ankünder, mit Bildern zur Sendung. Und dann gibt es auch noch ein PDF, das ich gleich drunter verlinkt habe. Und auf die wirst du dich dann auch heute in deinem Vortrag beziehen. Auf das werde ich mich beziehen. Und dann ist es sehr leicht zu verstehen. So, wenn ich das nur verbal versuche, wird das im Chaos enden. Schieß los. Ja, Global Scaling, ganz einfach gesagt, ist der Maßstab der Natur oder die Berechnung des Maßstabs der Natur. Und die Mathematik dazu wurde schon von Leonhard Euler zu einem gewissen Grad vorbereitet. Und Dr. Müller hat das dann eben in den Jahren von 1982 bis 1989 ausgefeilt. Und Global Scaling bezieht sich auf alle Maßeinheiten. Also es ist der Maßstab der Natur nicht jetzt nur in Kilogramm oder in Zentimeter, sondern auf alle nur erdenklichen Maßeinheiten, Hertz und Mikrosiemens und was Sie sich nur vorstellen können. Und deshalb auch die universelle Anwendbarkeit. Und wie du schon gesagt hast, ist das ja schon sehr vielen Leuten aufgefallen, dass wir ein logarithmisch fraktales Muster erkennen können, das der Natur zugrunde liegt. Und sehen kann man das also vom kleinsten bis zum größten. Also wenn wir anfangen bei Elementarteilchen, die gibt es nur in einem gewissen Bereich der Massen. Und dann ist eine Lücke und die nächste Größe würde dann bei den Atomen liegen, die aus subatomaren Partikeln aufgebaut sind. Und das geht weiter über Moleküle und Zellorganellen und Zellen und hinauf über biologische Arten, Planeten, Monde, Sterne, Galaxien und natürlich auch Metagalaxien und noch viel weiter, als wir das uns heute mit dem uns zur Verfügung stehenden Überblick erfassen können. Man hat auch schon bei den Sinnen, bei den menschlichen Sinnen festgestellt, dass die
logarithmisch und nicht linear verlaufen. Also beim Gehör weiß man das schon lange, dass die Dezibel-Skala eine logarithmische Skala ist. Aber nur um das vielleicht noch ein bisschen rauszuschreiben, das heißt, weil du vorher das Beispiel der Elementarteilchen genannt hast, hier zeigt sich also das Scaling, Skaleninvariant, in dem Fall sind es einfach Massen, ja, aber man kann es eben auch auf ganz andere Dinge anwenden, dass es eben nur Teilchen bestimmter Größe gibt und diese Größen wiederum dieser bekannten, sage ich mal, Global Scaling Verteilung entspricht, die man also jetzt auf subatomarer Ebene ebenso findet wie auf der Makroebene, das heißt auch Planeten und in weiterer Folge dann Sternsysteme und ganze Galaxien. All diese Massen verhalten sich gleich wie von der Global Scaling Theorie quasi vorhergesagt. Also verstehe das richtig? Das hast du jetzt wunderbar ausgedrückt. Okay. Ne? Hätte ich nicht besser machen können. Und diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind natürlich schon eine Skaleninvarianz. Aber ich komme später noch bei Bildern, also dann genauestens dazu und dann wird das jeder verstehen können. Und wie gesagt, das Muster, das der Natur zugrunde liegt, ist logarithmisch und fraktal. Diese beiden Begriffe sollten wir vielleicht auch noch erklären. Und ja, logarithmisch werden die meisten Leute kennen. Es ist also das Rechnen mit Hochzahlen quasi. Und wir haben eigentlich zwei Logarithmen in Verwendung. Das ist der Logarithmus auf der Basis der Zahl 10, den wir sehr leicht verstehen können durch unser dekadisches Zahlensystem, und den Logarithmus basierend auf der Zahl e, der Eulerschen Zahl. Also die Logarithmusfunktion ist quasi die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Ja. Und wenn man jetzt e hoch x rechnet, ist die Umkehrfunktion im ln x, und das wäre auch der natürliche Logarithmus. Das ist der natürliche Logarithmus. Wollen wir nicht zu mathematisch werden, aber so ein bisschen so quasi als Auffrischung für alle. Ja, der Logarithmus auf der Zahl e, auf der Eulerschen Zahl basierend, das ist der ln, so wird er abgekürzt, und den hat Leonhard Euler nicht aus Jux und Tollerei den natürlichen Logarithmus genannt, weil er schon gewusst hat, dass dieser Logarithmus also der Natur zugrunde liegt. Ne? Weißt du eigentlich, woher er das gewusst hat? Das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, man auf der Uni, man wird zugemüht mit dem natürlichen Logarithmus, der kommt überall vor, aber weißt du das zufällig, wie er da eigentlich darauf gekommen ist, dass es die Naturprozesse so gut abbildet? Ja, ich versuche das gerade in Worte zu fassen, aber ich muss sagen, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen und vor allem ohne schriftliche Erklärung ist das nicht zu machen. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da so ein einfaches Experiment oder irgendwie so wie der Apfel, der vom Baum fiel und dann, Gravität, na egal. Okay. Ja, dann gehen wir weiter zu Fraktal. Und Fraktal heißt eigentlich selbstähnlich, und ein ganz gutes Beispiel, das jeder kennt, diese russische Puppe Matruschka, wo eine in der anderen steht, und wenn ich jetzt ein Bild in DIN A4 von einer solchen Puppe herzeige, dann kann niemand sagen, ob ich jetzt die 2 Zentimeter große fotografiert habe oder die 40 cm große, und dazwischen liegen noch etliche andere. Und die sind zwar nicht gleich, aber sie sind sehr ähnlich. Das ist also ein sehr anschauliches Beispiel eines fraktalen Systems. Ja, wenn der Ausnahme, man legt einen Fingerhut daneben hin, dann hat man einen Referenzpunkt. Aber ohne Referenzpunkt geht es nicht. Genau. Ja, und so ist die gesamte Natur eben fraktal aufgebaut. Man könnte auch eine Ähnlichkeit sehen zwischen einem Sonnensystem und dem Bohrschen Atommodell, wenn man das also an dieser Stelle hier wieder bemühen will,
Das eine grobe Näherung darstellt natürlich. Ne? Ja, aber diese zwei Dinge sind natürlich auch nicht gleich, aber es rotieren in beiden Fällen Dinge um einen Kern. Und das ist also schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und so ist auch in der Natur, es gibt keine Birke, die der anderen Birke gleicht, also ganz gleich ist. Eigentlich würde eine Birke schon nach ein paar Sekunden nicht mehr dem Bild entsprechen, das man noch vor ein paar Sekunden von ihr gemacht hat. Nicht? Und trotzdem erkennen wir im Vorbeigehen sofort, aha, das ist eine Birke, obwohl sie eigentlich nicht gleich ist, aber sie ist ähnlich. Und so ist das in der Natur eigentlich mit allen Dingen, mit allen Prozessen und Sachen, die es in der Natur gibt. Fahne ist ein ja immer ein beliebtes Beispiel. Ne? Zum Beispiel als selbstähnliche Struktur in der Natur. Wenn man sich so einen Farn anschaut, also ja. Je weiter man sich hineinzoomt und so weiter, man sieht immer wieder dieselben Strukturen. Man kommt immer wieder auf einen Farn, so wie man ihn zuerst in der Makrowelt vor sich hat. Ich meine, ja gut, irgendwann hört es in dem Fall natürlich auf, aber so ist Veranschaulichung. Oder das berühmte Apfelmännchen. Das Apfelmännchen, also darauf wollte ich gerade kommen. Also das würde ich jedem empfehlen, der einen Internetzugang hat, dass er unter Mandelbrot einmal hineingoogelt und sich, da gibt es einige Videos, wo also die Computer sind heute schon so schnell, dass sie da hineinrechnen können und man kann unendlich in die Tiefe rechnen und das ist da kommen auch so ähnliche Strukturen wie Farnblätter, die sich so aufrollen, kommen immer wieder vor. Und für mich ist das direkt mystisch, wenn ich mir das anschaue. Und das würde ich jedem empfehlen, dass er erkennt, was fraktal ist. Weil dieses Apfelmännchen kommt dann immer wieder, ob man jetzt hineinrechnet in das. Also hineinzoomt, ne? Hineinzoomt. Also man vergrößert. Ja, ob man hineinzoomt oder herauszoomt. Man kommt immer wieder zu ähnlichen Strukturen, nie zu gleichen. Ne? Und das ist, so ist die Natur aufgebaut. Und das ist sehr faszinierend. Würde das jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wäre es möglich, dass man sowas verlinkt? Ja, kann ich machen. Ich werde es mal gleich notieren und dann. Ja. Aber ich meine, gut, man braucht dann nur nach Apfelmännchen suchen im Netz und man findet. Oder nach Mandelbrot. Ja, also und kommt ist relativ leicht. Und ist ja, glaube ich, auch sehr vielen schon bekannt. Gut, Skaleninvariant, jetzt können wir da jetzt schon ein bisschen auf das eingehen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bedeutet Skaleninvariant, dass es quasi unabhängig von der physikalischen Größe ist. Man findet immer wieder diese Verteilung der Häufung. Ist das? Ja, könnte man sagen. Du bist da sehr insistent. Ich versuche. Oder möchtest du vorher noch was anderes besprechen? Ich möchte da jetzt nicht aus deinem. Nein, wir können ja gerne gleich Bezug nehmen auf ein Bild. Ich muss nur schauen, wo wir das haben. Das ist im Kompendium auf Seite 23 zu finden. Okay. Also wenn man jetzt das PDF gleich unterm Ankünder anklickt und dann auf die Seite 23 scrollt, dann kommt man zu diesem Bild, ja? Und kannst du